Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für dich, ist eigentlich überwiegend Drogerie, also DM und Rossmann, aber zwischendrin ist auch noch ein bisschen Douglas und Pat McGrath Labs dabei. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe so ein Spleen, ich sortiere das immer alphabetisch, also DM, Douglas, Pat McGrath, Rossmann. Crazy. Timestamps habe ich auch hier reingesetzt. Ich starte also dementsprechend mit DM. Da habe ich nachgekauft von DM Bio den Erbseneintopf mit Gemüse. Ich hatte auch unter einem Video, wo ich den Linseneintopf gezeigt habe, einen wunderbaren Kommentar bekommen, dass man das normalerweise selber kochen sollte. Ja, wir kochen auch sehr, sehr viel selber, vor allem mein Freund. Aber wenn man jetzt so im Garten ist oder wenn man am Renovieren ist, am Machen und Tun, hat man manchmal einfach nicht die Zeit, das immer selber zu kochen. Und dann ist es ganz schön, wenn man einfach mal sowas hat, worauf man zurückgreifen kann. Ne? Das ist so einfach meine Einstellung. Ich mag den auch einfach gerne. Das ist mir einfach wichtig, dass das Dosenfutter dann auch dementsprechend gut schmeckt. Und es ist immerhin Bio, ne? Kann man nichts sagen, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich mitgenommen etwas für Julius. Und zwar habe ich mich so ein bisschen informiert. Es ist ja wirklich, 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 wirklich sonnig und heiß und die Ozonwerte hier in NRW sind ja exorbitant krass. Und da versucht man natürlich für alle in der Familie das Bestmögliche irgendwie zu reißen. Und man sollte ja eigentlich noch nicht so unbedingt Lichtschutzfaktor für Babys nehmen. Da ich aber trotzdem mit Julius ja auch manchmal spazieren gehe und dann ja auch seine Füßchen und Beinchen nackig sind, ne? Klar, ich mache da Sonnensegel und so weiter immer wieder drüber, aber es kann ja auch verrutschen oder die Sonne kann blöd drauf fallen. Möchte ich eigentlich ganz gerne irgendwas haben, was ich ihm auf die Beine schmieren kann oder auf die Hände oder auf die Arme. Hände ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil er die ablecken könnte, ne? Aber ich habe das hier als sehr empfehlenswert im Internet gefunden und deswegen gekauft. Baby und Kids, Lichtschutzfaktor 50, ReFriendly fand ich auch nett. 0% Parfüme von Naive, High Protection Mineral Sunscreen for Sensitive Skin, Water Resistant 100 ml. Das war ganz schön teuer, aber ganz ehrlich, für Julius ist mir auch irgendwie gefühlt nichts zu teuer. Also das soll ja auch wirklich schützen und ich möchte da halt wirklich von Anfang an drauf achten, dass alles vernünftig läuft. Und hier war auch irgendwie geschrieben, dass man das theoretisch wirklich auch für Babys nehmen kann. Und das finde ich einfach wichtig. Ja, Mittagssonne und starke Sonnenbelastung vermeiden, das ist klar. Dass man halt für den Fall der Fälle einfach die Möglichkeit hat, ihn einzucremen, ne? Fand ich sehr, sehr wichtig. Dann habe ich für ihn auch solche Dinge mitgenommen, solche, wie nennen sich die? Von Munchkin Stay Put. Das sind einfach so Schalen, ne? Ab 6 Monaten, ja. Also, ich weiß nicht, haben wir hier unten nicht sogar, genau, so ein Gummivieh, das kannst du auch irgendwo drauf machen, dann hält das besser. Für den Brei, den wir ihm geben, dass wir den da reinmachen können, fand ich ganz gut, gerade so abends in Grießbrei, ne? Und da hast du 3 verschiedene Größen. Ja, und ich hoffe, dass er das dann auch irgendwann einfach verwenden kann, wenn er größer ist. Das ist jetzt ab 6 Monaten, kannst du in eine Spülmaschine packen, kannst du in eine Mikrowelle packen. Fand ich gut, hat mir gut gefallen und deswegen habe ich das mitgenommen. Dann habe ich im Ausverkauf, ich liebe es einfach, wenn ich bei DM shoppen gehe oder bei Rossmann da auch im Sale vorbeizuschauen. Vor allem DM hat es da einfach drauf, dass sie da auch diese ganzen Strampler und Co. auch drin haben und Julius wächst ja auch noch, das heißt im Herbst wird er hier reinpassen, das ist die Größe 86-92, 1 bis 2 Jahre, ne, genau, also wenn er dann im Herbst 1 Jahr alt wird, macht das definitiv Sinn, war glaube ich auf die Hälfte reduziert, hat ursprünglich 6,50 Euro gekostet und ich fand das süß, du hast hier Kühe drauf, du hast hier Regenbögen drauf und so Trecker und sowas, ganz ja, ne, ist ja zeitlos. Ja, ist halt ein bisschen dünner, ist langarm, fand ich schön. Und ich mag einfach die Kleidung von DM bzw. von Alana auch total gerne. Also da haben wir jetzt schon einiges von. Das funktioniert echt gut. Gute Kleidung. Gute Besserung. Dann habe ich auch noch ein bisschen was zum Essen für ihn mittags mitgenommen. Da habe ich hier einmal 6-mal Fenchelpastinake mit Couscous und Huhn. Ja, ne? Mag der, ist der. 6-mal habe ich das dann bestellt. Und Fenchel ist ja auch so ein bisschen magenberuhigend, ist immer ganz gut. Und dann habe ich auch 6-mal mitgenommen Pastinake mit Kartoffeln und Rind. Das mag der ein bisschen lieber, weil Fenchel ist natürlich Fenchel, ne? Das ist nicht jedermanns Sache, aber es ist halt magenberuhigender und dann auch manchmal ganz gut. Und ja,
habe ich auch mitgenommen. Das dann für mittags und für abends habe ich mitgenommen. Das war in so einem Dreierpack, wurde dann halt in so einem Umkarton nochmal geliefert von Baby Love, der Bio-Milchbrei Gries. Den mag der richtig gerne und ich muss auch gestehen, auch Mama, also ich mag den richtig gerne. Wir machen da auch mittlerweile so ein bisschen Apfel oder Banane auch durch, ne? Das schmeckt richtig lecker. Da brauchst du keine Süßung. Das ist richtig lecker. Am liebsten würde ich das alles selber essen, aber das sollte man natürlich nicht tun, weil das ist ja fürs Baby, ne? Dann habe ich heute auch mein Aufgebrauch-Video gedreht und ja, habe die leer gemacht und habe mir jetzt auch eine dann nachbestellt gehabt. Nivea Intimo Waschlotion Sensitive 1A benutze ich super gerne, kann ich auch wirklich empfehlen, dass man für den Intimbereich auch wirklich eine separate Waschlotion verwendet, einfach weil das dem pH-Wert untenrum einfach ein bisschen besser angepasst ist. Und das ist mit Kamillenextrakt und Milchsäure. Milchsäure untenrum ist perfekt. Kamille ist so ein bisschen beruhigend dann ja auch, ne? Ist schon eine gute Sache, kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich auch zweimal jetzt mitgenommen hier die Slip-Einlagen von Yessa. Das sind einfach die ganz normalen, ne? Die verwende ich halt und die brauche ich auch wieder. Das ist alles super. 55 Stück sind da jeweils drin. Ich mag die gerne, muss ich wirklich sagen. Kann ich auch empfehlen. So, das war schon die M. Ich war mit meiner Mama shoppen. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Vlog gesehen. Und da sind wir auch bei einem wunderschönen Douglas reingegangen. Ja, in Münster ist es in der Innenstadt auch total schön. Auf jeden Fall waren wir aber in Münster und hatten da unser Mutter-Tochter-Shopping-Day. Und dann sind wir bei Douglas rein. Und dann zum einen konnte Mom ja ihr Parfüm nachkaufen, was da irgendwie um die Hälfte reduziert war. Richtig cool. Und ich habe da auch ein bisschen mit der Dame dort vor Ort gequatscht und das war ganz cool. Die hatte, also zuallererst bin ich reingekommen und habe die Douglas X Ara Lumiere Palette gesehen, die ich online auch gar nicht mehr gekriegt habe. Und sie sagte auch, ja, ja, die kriegst du eigentlich gefühlt nur noch im Laden hier. Und das fand ich ziemlich cool, denn ich mache das auch ehrlich gesagt lieber, dass ich dann versuche auch vor Ort zu unterstützen. Wo ist eigentlich meine Schere? Was natürlich nicht immer funktioniert, weil du kannst nicht immer zu jedem Laden hin. Und ich wohne ja eigentlich jetzt nicht so unbedingt zentral, dass ich hier alles Mögliche vor Ort hätte. Wo ist meine Schere? Da. Entschuldigung. Mensch. Und deswegen ist es dann manchmal halt auch schwierig, ne? Klar kann man zum Beispiel DM und Rossmann auch in den Laden liefern lassen, aber da haben die auch nicht so super viel von, weil du bezahlst es ja nicht unbedingt im Laden. Das kannst du manchmal einstellen. Das muss man dann aber einfach mal gucken. Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt in Douglas die Ara Lumiere Palette bestellt. Und du hast, also gerade was Douglas angeht, auch nicht immer alles vorrätig. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. So, die fand ich extrem schön. Ich habe auch die anderen Produkte aus der LE gesehen. Die haben mich nicht so angesprochen. Die Palette ist einfach ein Traum. Dieses Sparkly Pastel ist natürlich auch die Pop of Color in der Palette. Das ist keine Frage, ne? Wunderschön. Wunderschön. Also die hat natürlich was von der Novina Palette, aber durch den Grünton ist die einfach ein bisschen spezieller und aufregender und die werde ich euch dann in Claudis bunter Welt dann mal demnächst zeigen können. Ja, da zeige ich euch sowieso die Paletten eher einzeln und so, ne? Da kann ich auch einfach besser so ein Schminki machen. Ich habe auch mal gesagt, dass mein Zweitkanal, also Claudis bunte Welt, ist so ein bisschen mein Hobby im Beruf, ne? Weil ich das einfach super gerne mache, auch so Produkte ausprobieren und euch einzelne Produkte zeigen und so. Und ja, da könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen. Da gibt es dann etwas kürzere Videos auch ab und an. Und ja, unter anderem dann demnächst mal ein Schminki zu dieser Palette. Und da sind wir ein bisschen mit ins Gespräch gekommen und dann haben wir auch so über die Douglas Home Spa Reihe gesprochen und dann sagte sie, die hätten auch neue Duschschäume und ob ich mal schnuppern möchte und dann habe ich auch dran geschnuppert. Riecht unglaublich gut. Die sollen bessere Inhaltsstoffe haben als die von Rituals. Keine Ahnung, da bin ich halt wirklich nicht so pro drin. The Lagoon Leilani Regenerating Body Shower Foam mit Ylang Ylang und Tiare Flower. Das riecht halt richtig gut, ne? Das ist so richtig mein Duft. Ja, das riecht man schon ein bisschen hier raus, aber ich habe es noch intensiver schnuppern können an anderen Produkten. Riecht wirklich toll und der wird dann demnächst mal verwendet. So, dann hatte Pat McGrath einen Mega-Sale, den hatte ich euch auch auf Instagram geteilt. Also folgt mir da super gerne, wenn ich solche Aktionen mitbekomme oder wenn ihr mich darüber informiert und ich einfach denke, das macht Sinn, das zu kommunizieren, dann teile ich das auch in meiner Story. Manchmal bin ich aber auch ein bisschen spät dran, weil ich nicht ständig mein Handy habe, weil ich hier auch teilweise einfach sitze oder mit Julius unterwegs bin. Auf jeden Fall habe ich dazu geschlagen. Einmal habe ich mir ein Set bestellt und ein Einzelprodukt und dann gab es auch noch ein Goodie dazu. Total
toll, muss ich wirklich sagen. Also das, was ich mir so bestellt habe, ich glaube, die hat 17 Euro gekostet. Pat McGrath The Labs, die Celestial Nirvana Eyeshadow Palette Bronze Bliss. Das ist eigentlich eher so eine, ja, eher zurückhaltende Palette. Weil normalerweise kennt man das ja, dass du richtig Gravum dahinter hast, ne? Sowohl bei der Pigmentierung als auch bei der Farbgestaltung in den Paletten von Pat McGrath, weil die ja sehr, sehr laut sind, allein vom Packaging her, Leute, ne? Holla, die Waldfee. Ist halt so eine kleine Fünferpalette, aber ich habe mir einfach gedacht, wir können Freunde werden. Das sind echt nur Schimmertöne außer das Schwarz. Okay, das ist natürlich aufregend. Was man hier super machen kann, ist, dass du dir ein Smoky Eye mit dem Schwarz machst und das Ganze dann aufpeppst mit irgendeiner der Schimmertöne, was natürlich ziemlich geil wäre. Ja, da muss ich mal schauen, ob ich wirklich nur mit der Palette einen Look geschminkt bekomme. Es wird dann eher ein Abendlook und wahrscheinlich nicht ganz so sommermäßig, aber mal gucken. Ne? Aber ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und für 17 Euro. Mitnehmen. Eine von den beiden Farben, da weiß ich jetzt nicht welche, war dann im Set mit dabei und eine habe ich für Ume dazu gekriegt. Das sind beides Male die Lust Glosse, einmal Primadonna und einmal Secret Lover. Das sind diese beiden hier. Und ich guck mal, wie die so aussehen. Ich habe die noch gar nicht aus ihrer Verpackung rausgenommen. Oh, ja. Das ist schon ein schickes Tönchen, ne? Das ist richtig schön. Hier haben wir die Primadonna nämlich gerade gesehen. Ja, sowas macht mich schon eher fürchtig. Ich kann es nicht anders sagen, Leute. Ne? Und man konnte sich das Set, glaube ich, auch wirklich farbtechnisch ein bisschen sehr schön zusammenstellen. Das hier ist dann die Secret Lover Geschichte. Ja, das ist dann etwas kühler. Genau, so kann man das sagen. So. Etwas, was ich bestellt habe, weil es einfach reduziert war, war diese Star Wars Edition Mascara, Dark Star Mascara, bitte. ja, fand ich einfach witzig, dass man da einfach eine Star Wars Edition hat und die war halt reduziert und dann nimmst du die halt mit und das ist Pat McGrath Labs und hallo, ne, steht Star Wars drauf. Das ist eine sehr interessante Kooperation, ja, einfach so ein Kunstfaserbürstchen mit einem erdnussförmigen Applikator. Ja, wahrscheinlich kann ich das auch in einem Video dann testen. Das hier war auch im Set drin, habe ich mir dann quasi nachgekauft. Das kenne ich schon, finde ich super. Ich habe keine Ahnung, warum das in so einer Verpackung daherkommt. Das ist ein bisschen spektakulär, ne? Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder hatte ich mal in Trashy rausgenommen und fand ich so gut. Und jetzt habe ich es mir nachbestellt. Naja, ist auf jeden Fall hier noch so eingepackt mit Glitterflitter. Läuft. Ein super tolles Under Eye Powder. Was einen leichten Weißel-Effekt hat, aber es macht so einen Weichzeichner. Extrem empfehlenswert, Leute, wirklich. Auch im Set drin enthalten Divine Blush, genau. Habe ich hier in der Farbe Paradise Peony mir ausgesucht. Schon heftig, ne? Da kann ich fast schon bald ein Pat McGrath Full Face schminken. Naja, fast, ne? Ja. Riecht nach nichts. Ist echt interessant, ne? Ist auch wirklich eine schöne Farbe. Wirklich, wirklich schön. Cool. Und ich bin ja immer mehr Fan. Eine ganz schön billige Verpackung für den Preis. Egal. Bin auch immer mehr Fan von Cream und so. Und Stick Blushes. Und hier haben wir das neueste Produkt. Da muss ich an Jennys Highlights denken. Das ist der neue Bronzer in der Farbe Naked Desire. Habe ich mir den bestellt. Den wollte ich mir jetzt auch mal anschauen. Wie der so ist. Achso, Verpackung. Ah, kriegst du echt schwer auf, ne? Aua! Der ist aber ganz schön. Ist er zugeklebt? Nee. Aber ich meine, das war immer so, ne? Dass die Verpackungen extrem schwer aufgehen. Oder muss ich drücken? Genau, man muss drücken anstatt von. Ich bin auch ein Horst, ne? Sehr, sehr hell. Oh, da muss man wirklich aufpassen. Sehr, 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 sehr hell. Das ist dann wahrscheinlich eher sogar ein Winterbronzer für mich. Mal schauen, wie die Pigmentierung so ist. Auf jeden Fall finde ich das extrem schön, dass hier dieses Pressing drin ist. Ja, und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt. Ja, drücken. Dann geht super einfach. Zu dem bin ich doof. Zeitpunkt war das halt in einem Set drin. Das war reduziert. Ich weiß nicht, ob es diese Set-Möglichkeiten noch gibt. Ich war auf jeden Fall super happy darüber, ne? Weil da konnte ich dann halt sparen und dann auch noch diese Sale-Geschichte. Das war schon cool. Und jetzt gehen wir weiter zu Rossmann.
Da haben wir Verschiedenes. Zum einen hatte M. Asam neue Produkte jetzt auch im Shop rausgebracht. Da habe ich hier den Cream Contour Stick mit Hyaluron in der Farbe Light Medium mir bestellt. Den hatte ich auch letztens dann gesehen bei Maxim. Der hatte auch das neue Sortiment vorgestellt. Da wollte ich auch definitiv noch ein Video zu machen. Da hatte ich auch schon die letzten Male immer wieder was bestellt. Und die bringen das ja immer so häppchenweise raus. War doch richtig rum. Ui! Ja, der ist ja ziemlich dunkel, ne? Da muss man dezent mitarbeiten, aber ja, Cream bedeutet ja auch immer, dass ich darüber noch Puder auftrage, sodass das Ganze dann auch noch ein bisschen mehr gemutet wird. Also denke ich, dass das Ganze wohl funktionieren wird. Und das war auch recht neu, Glow Powder Baked, auch mit Hyaluron von M. Asam. Ob du das jetzt als Power Finishing Powder nimmst oder als Highlighter, das muss man mal gucken. Weil ich habe noch keinen vernünftigen Highlighter von M. Asam gefunden. Das war immer ein bisschen schwierig. Das ist wahrscheinlich eher ein Highlighter, so wenn ich das so sehe, ne? Das ist cool. Das ist wirklich cool, weil Puder habe ich ja dieses großartige, wie auch immer das heißt, Magic Finish, loses Puder, finde ich toll. Dann hat Rival Loves mir ein Sortiments-Update. Den Primer, der ja quasi der Whipped Primer ist, ist ja quasi der Holy Grails Primer von Maxim. Da habe ich aber tatsächlich noch zwei von hier. Und hier habe ich den Primer Glow and Shine mit Panthenol, Mandelöl und Glowpigmenten bestellt. Bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann auch so funktioniert. Ich weiß nicht, Highlighter Stick, war das nicht mal in der Limited Edition? Muss ich nämlich nochmal gucken. In der Farbe 02 Sundown habe ich mir den bestellt. Da muss ich nochmal schauen, weil ich meine, als ich nämlich die Verpackung eben in der Hand hatte, so... Kommt mir bekannt vor. Dann gab es auch noch Nagellacke. Leute, ich liebe es, ne? Also diese geilen, grellen Farben sind einfach großartig. Neon Explosion, da habe ich auch schon ein paar von. Die sind so gut und haltbar und so schnell trocknend. Da habe ich jetzt hier einmal die Farbe 07 Blutastic und Glam Effect Nail Polish. Wunderschön, wirklich. 06 Galaxy Rider. Ist das nicht eine geile Farbe? Diesen Sparkles da drin, sieht man das? Voll schön. Da freue ich mich schon drauf, das auszuprobieren. Dann haben die bei Rival Loves mir auch diese Go Bold Limited Edition. Und diese Farbe ist ein Traum. 06 Confident ist ein wunderschönes Hellpetrol oder Dunkeltürkis. Nenn es, wie du meinst. Fand ich voll geil. Und dann halt diese Quick Dry Drops. Da hatte ich jetzt auch welche von M. Asam im Adventskalender mal drin gehabt. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Muss ich die auch mal ausprobieren. Neues Sortiment, Leute. Rival Loves Me hat hier eine Hyperlicious Volumenmascara rausgebracht. Die hat meinen Namen geschrien, aber lauthals. Und deswegen möchte ich die auch ausprobieren. Was ein Boom-Würstchen, vor allem Würstchen. Riecht nach Mascara. Geht vorne spitz zusammen und ist sehr, sehr buschig. Ne? Kunstfaserbürstchen, das kann auf jeden Fall was. Erinnert mich packagingmäßig so ein ganz kleines bisschen an Maybelline. Oder auch L'Oreal hat diese, ne, ellipsenförmig, genau. Ja, dann habe ich hier Slim Brow Liner, ein Augenbrauenstift in der Farbe 01 Light Brown habe ich auch mitgenommen. Schade Schokolade ist hier halt wirklich, dass du kein Spoolie dran hast, genau. Da bin ich auch mal gucken, ob das so mit uns funktioniert. Eyeliner habe ich natürlich auch mitgenommen in einer ziemlich aufregenden Farbe. 12 Stunden soll der halten. 06 Midnight Sky ist die Farbe. Eine extrem schöne Farbe, finde ich. Ne? Also der kommt sehr wahrscheinlich auch nicht so deckend, wie er hier jetzt natürlich vom Packaging aussieht, auf den Augen rüber. Aber ich drehe euch dazu natürlich auch ein komplettes Video. Also da werdet ihr auch noch was sehen. Lidschattenpaletten habe ich zwei mitgenommen. Einmal die Secret Garden Eyeshadow Palette, die einfach von außen ein Traum ist. Ich muss aber gestehen, dass ich die von innen gar nicht so exorbitant krass finde. Also von außen schreit die ja richtig, ne? Von innen ist die eher gemutet, eher zurückhaltend. Aber nicht so zurückhaltend wie andere Paletten, die es ja auch schon gab. Aber für 4,99 €, das muss man sich einfach mal reinziehen, ist es einfach krass. Wir haben ja auch Pressed Glitter drin, diesen Maß, das finde ich jetzt schwierig. Müssen wir einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert. Fever ist so ein richtig heftig grober Ton, grober Schimmerton. Aber auch Honey und Marble haben interessante Farben, also und Texturen. Aber die ist halt wirklich eher zurückhaltend.
Ist schade eigentlich, ne? Weil ich, wobei das von den Farben her mit dem Packaging schon passt, ne? Aber da hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr Krawum gewünscht. Dann habe ich hier noch die Neon Lights Palette bestellt, einfach so als kleinen Kontrast dazu. Ich bin ja auch so eine bunte, ich mag das einfach gerne. Ich glaube, die Secret Garden wäre so wirklich was für den Alltag auch, aber die Neon Lights, da, die ruft halt meinen Namen, ne? Die halt auch zum einen aufgrund des wirklich krassen pinken Packagings schreit, aber auch die Farben sind sehr satt, sehen echt gut aus. Ich bin sehr gespannt auf Coral. Ja, Final Touch bin ich halt auch sehr zurückhaltend, aber vielleicht mit Glitter Glue muss man mal schauen. Ansonsten relativ viele matte Töne tatsächlich in der Palette. Ich denke, mit Selfish kannst du jeden Ton hier zu einem Schimmerton basteln, was ich gut finde. Ja, ansonsten sind es matte Töne. Das ist ja krass, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Interessant. Ja, und aufgrund dieses Packagings mit dem Pink sehen viele Töne sehr, sehr ähnlich aus. Also zum Beispiel hier die beiden, ne? Das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Oder der und der. Aber wenn man wirklich näher rangeht, dann siehst du da auch nuancielle Unterschiede. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal, wir schauen mal. Dann habe ich mir auch noch die Cream Blush Palette mitgenommen, weil ich einfach interessiert war. Das ist ja dieses eigentlich ehemalige Catrice Packaging von diesen, wir möchten gerne Color Correcting sein und sind eigentlich nur noch grün in deinem Gesicht. Aber ja, vielleicht kann die ja was, ne? Sind halt relativ kleine Fännchen, aber mal gucken. Also ja, wie die dann so wird. Und in der Mitte ein Schimmerton, um halt ein Highlight zu schaffen. Ein Blushlight, genau. Juicy Smoothie war eins dieser Lippenprodukte. Das fand ich auch ganz interessant, war lila. Es schmeckt aber wahrscheinlich einfach nur nach Grapes, ist aber auf den Lippen relativ farblos, was ich aber auch wieder okay finde. Ich bin halt auch ein Fan von Lippenölen, ne? Das pflegt halt gleichzeitig und mag ich einfach gerne. So, es ist draußen wirklich, wirklich heiß und ich habe mal irgendwann vor ein paar Jahren auch so eine Air-Up-Flasche mal gekauft, die aber irgendwie gar nicht mehr so wirklich in Einsatz ist, jedenfalls nicht mit den Pots. Die haben jetzt hier von Air-Up eine Wassermelone rausgebracht und das musste halt unbedingt sein. Und das möchte ich einfach mal ausprobieren. Da sind 3 Stück drin und also ich finde dieses System von Air-Up eigentlich ganz interessant und vor allem mein Freund trinkt das ganz gerne. Und wenn wir hier so auch am Renovieren sind und so, jetzt bald wird es hier im Bad auch ein bisschen ernster, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man auch einfach Wasser da hat und dann mehr trinkt bei den Temperaturen. Ne? Dann habe ich hier von Isana den Nachbehandlungsbalsam mitgenommen. Den hatte ich im Aufsteller nämlich gar nicht gesehen, als ich vor Ort letztens war. Online hatte ich den jetzt aber gesehen. Beruhigt, vermindert Hautirritation, verringert Haarwachstum und spendet Feuchtigkeit mit Wassermelonenduft. Das wollte ich mal ausprobieren. Also im Prinzip ist es einfach so eine Aftershave-Lotion. Da habe ich ja eigentlich ganz gerne das Produkt von Dalton, was ja eigentlich eine Gesichtscreme ist, was ich dann aber auch super gerne im Unterstübchen verwende, wo wirklich keine Härchen bei mir mehr einwachsen. Und sehr, sehr viele von euch und auch von meinen Kolleginnen und Freunden und Familie haben mir auch gesagt und geschrieben, dass es auch genau so ist. Also, dass da wirklich 1A alles auf einmal ist. Das ist ein gutes Zeug. Also, meine Tasche gibt es noch. Aktuell habe ich keinen Code, aber sicherlich meine Kollegin schaut da super gerne mal bei Sarah Isabel, bei der lieben Amelie with Love, bei Melo Flori, bei Katrins Welt und so, bei Chiquita's Place. Schaut gerne mal bei den Ladies vorbei. Die haben sicherlich, eine von denen hat bestimmt gerade einen Code. Auf jeden Fall wollte ich das auch mal ausprobieren. Eigentlich Wassermelonenduft sind Duftstoffe untenrum jetzt nicht so das Optimale, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren. So, auch Julius darf nicht zu kurz kommen. Der hat jetzt hier auch von Alnatura von mir was bestellt bekommen. Pastinake mit Kartoffeln und Rind. Hatten wir eben schon von DM Bio, aber ich wollte auch mal eine andere Marke ausprobieren. Ne? Ist vielleicht auch ganz nice. Mal gucken. Ne? Ich probiere das ja auch immer wieder. Auch bei Rossmann habe ich mir Slip-Einlagen eingepackt. Das sind die von Facel, die ganz normalen, klassischen, zweimal. Und dann habe ich auch noch einen Sturmaschenbecher mitgenommen. Für hier oben halt. Ich habe hier aktuell ein altes Honigglas stehen. Und ich glaube, sowas ist da einfach ein bisschen besser. Und auch ein bisschen hübscher. Wobei die Thematik an sich nicht ganz so hübsch ist. Okay, so. Das war jetzt mal so ein richtig heftiger Rundumschlag, kunterbunt, ne? Also dekorative Kosmetik, ein ganz kleines bisschen Pflege mit dabei, viel Baby und dies, das, Ananas. Ne? Irgendwann habe ich wirklich bei einem Haul auch eine Ananas mit am Start, wenn ich dies, das, Ananas sage. Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Ich hoffe, euch hat mein Haul gefallen. Ich konnte euch vielleicht ein bisschen inspirieren oder einfach nur unterhalten. Wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen und es würde meinem Kanal auch einfach gut tun. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!